Freunde, willkommen zurück zu Wir versuchen den Reddit zu saven. Wenn ihr noch nicht auf dem Reddit seid, Freunde, erster Link in der Beschreibung. Joint da, seid aktiv, votet Sachen, die geil sind, hoch, votet Sachen, die scheiße sind, runter. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt let's get it. Hey Kevin, mal wieder cooles Video. Wollte nur sagen, dass du bei 1434 Kohle übersehen hast. Bro, Leute haten mein Let's Play. Es ist so dreist. Leute sagen, ich werde davon nur eine Folge machen. Jungs, this is a serious thing, okay? Wir versuchen da 2 bis 3 Folgen die Woche zu machen von dem Let's Play. Ist mir egal, ob ihr daran glaubt oder nicht. Es wird passieren, okay? Check den Gaming Channel. Egal. Next. Every masterpiece has its cheap copy. Chat, ich versuche nicht so auszusehen wie das Giga-Chat-Ding. Ich lasse einfach nur meinen Bart wachsen. Okay? Und ich finde, es läuft echt gut, Mann. Okay, klar, der Bart hat Lücken, gerade hier und hier. Aber es läuft echt gut vom Ding. Ist hier wirklich recht decent aus mit dem Bart? Okay, ist mir egal, was ihr sagt. Sehe da keinen Unterschied, was meint ihr? Haha, funny, ist ja aus wie Shaggy. Turbo-nicer Post, Bro. Was ist das hier? See no difference? Okay. Okay, der ist uralt, der Post, den habe ich schon 1000 Mal gesehen. Wie zum Fick hat das 376 Likes? Jungs, Re-Rap, sowas darf nicht so viele Upvotes bekommen. Wenn ihr so einen Post seht, der ist scheiße, dann müsst ihr den runtervoten. Okay, der darf nicht so weit oben sein. Es tut mir leid, Low Peak, aber es ist so. Kevin abends. Sicher denkt er gerade an andere Frauen. In das Feld kann Safety 3. Bro. Ich habe im Podcast erzählt, dass ich mir manchmal, wenn ich einschlafe, so ein Sudoku-Feld vorstelle und es dann halt in meinem Kopf löse. Guter Post. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Therapist Papa Shaggy isn't real. Bro, was ist das? Alter, löscht das, Junge. What the fuck? Der Platten-Reddit summarized. Boah, guck mal, Kevin sieht voll wie Person XY aus. Digga, ist so. Kevin, sobald er in seine neue Wohnung eingezogen ist. Digga, so. Als ob das so ist, Digga. Alter, scheiß auf euch, Mann. Kann wer reden? Digga, immer diese Snapchat-Bilder, wo so das Gesicht halt weggeschnitten ist. Stark, stark. Ist gut. Deshalb fick ich dich in den Arsch. Ich mag es krank von hinten, doll von hinten, denn ich fick dich in den Arsch. So, es ist ein Banger. Das ist ein Certified Hood Classic, Bro. Jugendwort Papa Latte. Okay, erstmal der Post ist fucking ass, Bro. Und zweitens, Freunde, Stichwort Jugendwort, okay? Ich habe auf Twitter ein bisschen was gelesen und ich habe die Kommentare vom letzten Reddit-Video gelesen. Super viele Leute meinten, wir sollen irgendwie domotastisch machen oder irgend so ein Quatsch. Den Shit machen wir nicht, okay? Wir ziehen uns nicht irgendein Wort aus dem Arsch, aber wir verbünden uns mit Twitter. Twitter versucht, das nächste Jugendwort zu Gomme-Mode zu machen, Freunde. Und die Mission werden wir unterstützen. Sobald es möglich ist, fürs nächste Jugendwort abzustimmen, stimmt alle für Gomme-Mode ab, Freunde. Alright? Reminder, das Bild existiert. Oh Gott. Oh, Bro. Bro, no joke, dieser Buzzcard war die schlechteste Idee, die ich je hatte. Digga, ich sehe aus wie ein Sexoffender, Mann. Der Chat, wenn er sich mal wieder einig ist, dass Kevins Frisur scheiße ist. Ey, no joke, ich finde eigentlich, dass so dieses nach vorne hier, was ich gerade rocke, gar nicht so bad ist, okay? Ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie so eine Hochland-Kuh damit, in a positive way. I don't know, ich kann mich damit ziemlich identifizieren. Ich finde, die jetzige Frisur ist relativ decent. POV, Held der Steine, kommt dich holen. Boah, Alter, wär's ein R, Digga. Holy shit. You search deutsche Vin Diesel on Google. Boah, Digga, geile Sau, Alter. Guck mal, das ist ein guter Post. Die beiden Held der Steine-Posts haben einen Upload verdient, Bro. Das sind gute Posts, wir brauchen mehr davon. Okay, Kevin, mach dir den Bart so, besser als deine Schnurhaare auf der Backe. Bro, nee. Nee, Digga, Alter, dann sehe ich aus irgendwie wie, weiß ich nicht, Walter White oder so. Warte mal, ey, Wilbo, editier das mal im Video so, dass es so aussieht, als hätte ich diesen Bart. Weiß ich nicht, Digga, ahne ich jetzt nicht so. Ich habe noch nie Bares für Rares geguckt. Ich habe nicht mal ein Video geguckt. Das ist mein erstes Mal, dass wir Bares für Rares gucken, Chat.
Krank. Ich würde sagen so 40 Dollar, ja? Euro meine ich. Ja, 120 Euro. Yo, sorry, Digga. 120 Euro für einen verfickten Krug, Junge. Digga, es ist wirklich, ist aber wirklich dreist, was die teilweise da wollen für ihre Scheiße. Die Scheiße gibt es für 5 Euro bei Ikea. Und der Marktpreis liegt hierbei. 1400. Ja, yeah. Oh, dumm, shit. Alter, wer zahlt? Das machen wir. Wunderbar. Nein, Junge, chill doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alle seine Bilder gehen für mindestens 10k weg. What the fuck? Holy shit, sie wurde so gerippt. What the fuck? Insgesamt würde ich das Kreuz taxieren auf 60 bis 80. Das Video ist gut. Wow. Sagen Sie ganzen 40.000. Mann, Bro, nur fucking Idioten würden an der Stelle verkaufen. Ist so. Die Alte draußen hat 60 bis 80 gesagt, dann verkaufe ich doch nicht für 40, Alter. Holy shit. Ist die fucking dumm? Junge, was du bewegst. Nee. Ist der sauer. Seht ihr, nein, ist eine einfache Entscheidung. Nein. What the fuck? Nein. Okay. Ja, ja. Wunderbar. Was zum Wicken? Die fucking dumm. Aber da ist eine Frau, Bro, so mad. Wie verfickt dumm muss man sein? Das ist eigentlich ein guter Post. Das war ein guter Post. Good shit. Oh, wait, das war ein Repost? Ah, okay, trotzdem ein guter Post. Danke, Mann. Ich habe kein Meme, ich werde auch keins machen. Deswegen das erste Bild, was kommt, wenn man Papa Platte Meme googelt. Wenn du siehst, wie Kevin Domo schlägt. Try not to cry. Digga, das kommt nicht wirklich als erstes, wenn man ein paar Platte Meme eingibt, oder? Digga, wir sind verloren. Ist das hier Twitch Germany Slander Meme? The Big Greek, wenn Kevin mal wieder hart reinscheißt bei Schach. Mr. Reese, wenn er nicht mit invertierter Maus spielen kann. Montana Black, nachdem er die Mutter eines Donators beleidigt hat. Bro. Bro, was hat Peacemeat getan, Mann? Ey, die Peacemeat-Jungs sind echt in Ordnung, Digga. Guck mal, jeder von war gut und bei den Peacemeats einfach, hey, haha, dick. Average Alter von Gronk-Viewern. So ein fucking Skelett. Okay, chill. Digga, Shoutout Gronk-Zuschauer, Alter. Bro. Digga, die werde ich ja kommen. Das ist sowas von true. Das ist noch nie passiert, Bro. Crazy hat mich noch nie geratiot, Mann. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo der Mann mich geratiot hat. POV, Basti GAG, erklärt dir irgendwas. Papa Platte Viewer, wenn Kevin mal einen Kill macht. Bro, ich bin wirklich gut in Counter-Strike geworden, Mann. Re-Rap. Das ist echt gemein. Basti GAG-Fans, wenn er mal keine 1/4-Herz-Hardcore-Challenge mit verbundenen Augen macht. Auch Kevin nach Clip-Channel-Drama. True. True. Oh man, das Video hat verdammt sad geendet, Mann. Karl, wir vermissen dich. Bitte komm wieder, wir brauchen dich. Wenn du eine Runde Overwatch oder so spielen willst, hit me up, man. Das hat Sascha gesagt, hä? Dominik, ich lutsch deinen Schwanz, wenn du das gewinnst. Also ich meine, ich bin aus Spaß manchmal sass unterwegs, okay? Und ich sag mal was aus Spaß so, aber... Die warte mal, unsympathisch frontet unsere Sexualität, warte mal, was? Dieser Vlog besteht nur daraus, dass die Jungs miteinander Sex haben in diesem Haus. Ja, und jetzt ist und das Problem was? Es tut mir wirklich leid. Keine 20 Sekunden vergehen, wo nicht irgendwas Dummes kommt. Hä? Was ist los, Jungs? Was ist los? Alter, enjoy unser Leben einfach, Sascha. Du kannst gerne auch mal dabei sein. Was ist das? Eine Massage. Ey, Dominik, man sieht ja bei dir auch den Schwanz. Ja, irgendwie hat er voll meinen Kopf. Stark. Ich find's richtig süß, Sascha reagiert auf jeden einzelnen Vlog, habe ich ihm auch bei WhatsApp geschrieben. Wie ich an meiner Unterhose rieche, ob sie noch den dritten Tag rocken. Bro, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr drin rieche, ich zieh sie einfach an. Ja, ist nicht bad, ist nicht bad. Kevin, 1,78 ist eine normale Größe, ich bin fein damit, auch Kevin.
Oh mein fucking Gott, Bro, ich mach meine Füße nicht so, weil ich denke, dass ich dann damit größer bin. Ich denke einfach, es sieht cool aus auf Bildern oder so. I don't know, meine Freundin freut mich auch immer dafür. Es ist frech, okay, es ist eine Insecurity von mir. Shut up. Kevin, ich lebe jetzt ein paar Wochen im Keller und dann habe ich eine Wohnung. Ein halbes Jahr später. Dicker, wenn es halt nur ein halbes Jahr wäre. Ich wohne seit 8 Monaten in diesem Keller, Freunde. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, da findet sich die nächste Lösung. Ich habe Mick eingeschissen. Warum steht es da? Bro, können wir das Bild bitte löschen? Jesus Christ, ich hab dafür ein Emote gepostet. Definition eines Chill-Streams. Was machst du eigentlich heute? Chillen und wir spielen heute Fall Guys Bingo. Nein. Mann! Ich hab so gechillt, das war so ein chilliger Stream, Mann. Okay, Bro. Okay. Es ist Zeit, den Reddit zu schließen, Jungs. What the fuck, Bro? Danke an alle Leute, die was eingesendet haben. Ich erwarte nächste Woche bessere Sachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Peace.